Es gehört zu Rostock fast schon wie der Hafen, das Traditionsschiff Frieden. Die Besichtigung war früher ein Muss für alle Schulklassen. Mehr als 250.000 Besucher kamen damals an Bord. Und heute sind es viel, viel weniger. Vielleicht liegt es am Standort fernab vom Publikumsverkehr. Die Diskussion darüber ist jedenfalls wieder neu entfacht. Tradi in den Stadthafen. Das Wählerbündnis Unabhängige Bürger für Rostock will nicht mehr warten. Für ihr geplantes Bürgerbegehren brauchen sie erstmal 4.000 Unterschriften. Ihr Anliegen deckt sich mit einem lang gehegten Wunsch des Oberbürgermeisters, seinerseits übrigens Mitglied beim Wählerbündnis. Die Verlegung sollte so schnell wie möglich erfolgen. Vielleicht schon in diesem Jahr nach der Hanseseele. Es kommt darauf an, dass wir Besucher dorthin ziehen und dass wir unsere Geschichte vorstellen. Gerade mal 10.000 Besucher haben bisher dieses Jahr den Weg zum Museum im Igerpark gefunden. Jährlich kostet das Schiff die Stadt rund 830.000 Euro. Nur knapp ein Zehntel davon kam vergangenes Jahr an Einnahmen zurück. Keiner bezweifelt ernsthaft, dass im Stadthafen mehr Besucher kämen. Doch vor der Erfüllung von Wünschen steht in Rostock die Bürgerschaft. Mein Kenntnisstand aus der bisherigen Historie heraus ist natürlich, dass die Bürgerschaft und die Fraktionen in großer Mehrheit dazu eben die Meinung vertreten, eine Standortveränderung des Traditionsschiffes ist im Zusammenhang mit dem Museumskonzept zu entscheiden, weil dort eben über die gesamte Museumslandschaft Rostocks entschieden werden soll. Ab Herbst wird das Konzept debattiert. Sollte eine Verlegung an die Hedgehalbinsel beschlossen werden, müssten Schlepper das Schiff die 4 Meilen zum Stadthafen bringen. Insgesamt würde die Verholung samt neuem Anschluss für Strom, Abwasser und Gas rund 450.000 Euro teuer. Nicht zu vergessen, bei einer Verlegung vor dem Jahr 2031 müssten wohl anteilig Fördermittel zurückgezahlt werden, die damals für den Museumsstandort am Igerpark geflossen sind. Nicht die einzigen Folgen einer Verholung in den Stadthafen. Es ist Fakt, die Verholung des Schiffes in den Rostocker Stadthafen hätte erhebliche Auswirkungen auf die Hanseseele. Wir müssten ein völlig neues Veranstaltungskonzept für die Veranstaltung dann entwickeln. Dort geht es ja nicht nur um das Traditionsschiff, da gehört ja ein ganzer Park von Geräten dazu, von Gerätschaften. Ich denke an den Langen Heinrich beispielsweise, den Schwimmkran, den legendären, der zum Schifffahrtsmuseum dazu gehört. Auch der braucht Platz im Wasser, der braucht Liegeplätze. Es geht also um mehr. Und wir rechnen durchaus, dass dann hier insgesamt 50 der besten, tiefsten Liegeplätze nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Schiff samt Anhang je nach Bedarf hin und her schleppen wäre viel zu aufwendig, sagt auch der Hafenkapitän. Beim Gerangel um den richtigen Standort sitzt er am längsten Hebel, denn am Ende des Tages muss er die Planung prüfen und genehmigen. Und wenn wir es so wie es geplant ist, an der Hedgehalbinsel festmachen, dann muss natürlich im Vorfeld entschieden werden, ob Dockschlösser fertig gemacht werden soll oder wie das Schiff mit Leinen wieder festmachen, wie es an und für sich in der Seefahrt üblich ist. Das heißt also, wir müssen Minimum 3 Leute an Bord haben, schichtbetriebmäßig 24 Stunden, um diese Sicherheit an Bord zu gewährleisten. Leinkontrollen, Gangway-Kontrollen, Feuerlöscheinrichtungen und so weiter, alles diese ganzen Sachen, die damit im Zusammenhang stehen, um dann auch zu sagen, das Schiff liegt sicher im Hafen. Im Stadthafen also entweder neue Dockschlösser, Kostenpunkt rund 200.000 Euro, oder Schichtbetrieb mit Fachkräften, denn in Schmarr wird einfach um 18 Uhr Feierabend gemacht. Nur eins von vielen Details, die noch zu klären wären, bevor tatsächlich der nächste Akt im Traditionsschiffstück zur Aufführung kommt.